Hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch kurz, wie man größere Anhänge übers Internet verschicken kann, die sich beispielsweise nicht mehr per Mail verschicken lassen. Es ist leider selbst im Jahr 2014 noch immer so, dass man bei vielen Mail-Providern nicht mehr als 10 Megabyte große E-Mails mit den entsprechenden Anhängen verschicken kann. Vereinzelt ist bis zu 25 Megabyte möglich. Um das Ganze zu umgehen, gibt es sogenannte File-Hoster. Die werden auch Share-Hoster oder One-Click-Hoster genannt. Das Prinzip ist ganz einfach. Man ladet die Datei bei einem Anbieter auf seiner Webseite hoch, bekommt einen geheimen Link und nur die Person, die diesen Link kennt, kann den Anhang wieder herunterladen. Diesen Link verschickt man dann einfach per E-Mail und umgeht somit die Sperre und die Dateigröße des eigenen E-Mail-Postfachs. Ein Dienst wäre der Zeta Uploader. Die Links zu den Diensten entweder danach googeln oder ihr findet sie auch unten in der Infobox zu diesem Video. Hier gehe ich einfach her, wähle eine Datei, die ich verschicken möchte, aus und kann hier unter Mehr noch auswählen, wie lange diese Datei am Server von Zeta Uploader gespeichert wird und wie lange der andere sie runterladen kann. Das Maximum hier sind 10 Tage, standardmäßig sind 3 eingestellt. Das kann ein Problem geben, wenn die andere Person nicht sofort ihre E-Mails anschaut, vielleicht auf Urlaub ist und das erst zu spät sieht. Dann stimme ich den Nutzungsbedingungen zu und lade die Datei hoch. So, die Datei wurde nun erfolgreich hochgeladen und jetzt kann ich, wenn ich hier auf Download klicke, sehe ich hier im Browser meiner Wahl oben den Link. Downloaden will ich den Anhang jetzt natürlich nicht. Kopiere ich diesen Link und schicke dem per Mail weiter und mein Empfänger kann jetzt, wenn er den Link hier einfach öffnet, direkt die Datei herunterladen. Was gut zu wissen ist, ist die maximale Dateigröße. Das sind 500 MB pro Datei hier. Es gibt noch einen anderen Dienst, der nennt sich ge.dt für get im Englischen. Hier kann ich Upload Files klicken, dann mir irgendeine Datei aussuchen. So, jetzt wird diese dann hochgeladen. Ich sehe hier unten den Fortschritt und je nach Dateityp hier sogar eine Vorschau der Datei. Jetzt kann ich hier diesen Link markieren, kopieren und verschicken oder auf Copy Link drücken. Dann kommt im Idealfall hier oben eine Meldung und der Browser kopiert diesen Link automatisch in die Zwischenablage. Meine Gegenstelle, mein Gegenüber, der Empfänger der E-Mail, geht einfach wieder auf den Link und kann sich die Datei dann herunterladen. Hier links in der Mitte würde sich jetzt der Download-Button befinden. Jetzt kann er das runterladen. Beim ge.dt-Dienst bleiben die Daten 30 Tage gespeichert. Danach wird die Datei automatisch gelöscht und der Link ist somit ungültig. Was die Dateigröße betrifft, kann man hier maximal 250 Megabyte pro Datei hochladen. Ein auch ganz nettes Feature ist, was bei beiden funktioniert, ich kann auch aus meinem Ordner hier mehrere Dateien gleichzeitig auswählen. Jetzt werden hier zwei Dateien angezeigt.
stelle meine 10 Tage ein, akzeptiere, sag hochladen. Und jetzt macht das System automatisch daraus eine ZIP-Datei. Wenn ich das jetzt hier unter dem Link runterlade, macht er hier automatisch eine ZIP-Datei draus. Die lade ich jetzt hier runter. Nenne das noch Zeta Uploader. Bekomme nun hier eine ZIP-Datei, die ich dann mit der rechten Maustaste alle extrahieren und extrahieren entpacken kann und habe hier meine zwei Dateien. Bei get sage ich, kann ich auch upload sagen, wähle hier meine zwei Dateien aus, sage öffnen. Jetzt sollte das gleiche hier passieren und hochgeladen werden. So, der Upload ist hier nun fertig. Jetzt kann ich hier wieder meinen Link kopieren oder Copy Link klicken. Macht es nun zu, ruft den Link hier jetzt auf und kann nun hier jede Datei einzeln sogar anschauen oder hier, na, machen wir das ein bisschen kleiner. So, nochmal. Die Datei hier in der Vorschau anschauen, wenn er mir eine zur Verfügung stellt, und hier rechts unten unter Download runterladen. Oder hier Download All sagen, dann macht er mir eine ZIP-Datei draus und ich kann diese runterladen. Öffne die nun, sag rechte Maustaste alle extrahieren, extrahieren und habe wieder eine ZIP-Datei entpackt, wo meine zwei Dateien drinnen sind. Das war's auch schon. Wie gesagt, die Links findest du entweder bei Google oder in der Infobox zum Video.